Gut, außer den, der. Ja, aber ich meine, nein, ich meine den. Den in Wandsbek, den kennen wir ja. Der war auch gut, ne? Der in Wandsbek. Spiegel. Wie lange gibt's das da schon? Noch nicht lange. 10 Jahre vielleicht, 15 Jahre. Ach so. Spiegel war früher weiter in der Innenstadt. Ja? Wo das denn? Wandsbek. Aha. Das ist natürlich auch als Stellplatz für die Hafen City gedacht, dann hier. Ansiedeln. Ja. Auch hier dieses, da sind ja auch Reedereien rein und sonst viele große Firmen, die hier auch da sind. Ja. Saison. Also wir haben hier schon ganz schön was angelegt auf dieses Ganze hier. Das ist ja langfristig. Das ist hier vor, sag ich mal, vor 10 Jahren haben sie angefangen, diesen Park anzulegen. Ja, ja. Damit der jetzt schon mal so hübsch bewohnbar aussieht. Guck mal, es ist mit Solar. Hier im Mülleimer. Weißt du, was das Besondere ist? Nein. Mit Solar. Der lädt sich immer auf. Hafen. Automatisch. Hä? Hafenkräne steht da. Ich weiß nicht, was Mama jetzt... Ich gehe hier diesen Weg. Guck. Hier runter jetzt, und dann da wieder runter und da soll denn diese Hobenkug irgendwo sein. Mehr weiß ich nicht. Ja. Ob wir um die Brücke noch um zu oder hier vorne können wir ja wohl nicht laufen. Ja? Nein, ja nein, da ist das kann's vergessen. Ich wusste nicht, dass wir uns jetzt so nah am sozusagen Innenbereich. Naja, wir sind ja jetzt am Bahnhof in der Nähe. Ja, also quasi. Die Leichttorhallen. Ja, ja. Das ist immer Park. Warum da? Ach so, weil es umsonst ist, ne? Da ist der Fußboden. Ja. ICE verlässt Hamburg, siehst du? Hier bin ich nie eingestiegen. Warum? Ganz einfach, weil das siehst du ja, weil es ein Nachtbus ist. Der fährt nämlich jetzt gar nicht. Zollhafenbrücke. Ja, der fährt nicht, weil sie sagen, das lohnt sich tagsüber nicht. Aber jetzt weißt du auch warum, weil hier nichts los ist. Wir können dann geradeaus nachher zurück, da kommen wir wieder in die schon gewohnte Hafenküste. Dieses hier, das ist ja hier so Randgebiet. Ach so, ja. Ja, hier endet hier dann quasi. Ne? Hier muss hier, das ist ja immer hier durch diese Wasserbecken, Hafenbecken-Grenz. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das hier so eine. Und nun? Wir sind jetzt am Oberhafen gelandet. Hier ist die Oberhafen-Kantine, die in meinem Südland gestiegen ist. Ja. Und zwar nennt sich das Kaffeeklappe. Da gab es früher im ganzen Hafen an die 20 Stück. Das ist die einzige, die noch übrig geblieben ist. Das ist für die Hafenarbeit. Ach ja. Die haben noch viel mehr waren. Dann gab es nur so eine Klappe und dann konntest du Brötchen und Kaffee kriegen. Und hier siehst du, dass das schon so schief ist. Die ist restauriert worden. Das hat mit dem Untergrund hat das zu tun. Aber man hat sie noch erhalten. Du kannst da auch was essen. Ja, Mittag? Das hier um die Ecke. Mittag auch, wa? Und nämlich das Kultur- und Kreativquartier Oberhafen. Und achso, hier wolltest du jetzt extra. Achso, okay. Da wollte ich mal gucken. Dieses hier ist auch einfach. Hier komme ich sonst nie hin. Ah ja, aber es ist. Wenn die Wötterbergstraße geht, dann gehen wir hier. Nein, aber es ist ja hier auch mit dem Nahverkehr ein bisschen. Arbeiten. Da? Ja, das sind alles alte Sachen, wie Bruchhof und so weiter, Bundesbahn, die sie jetzt hier aktivieren für andere Geschichten. Ja, ja, klar. Mhm. Alte Bahn macht frei, alles alte Sachen. Ne?
Was? Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja mit dem Nahverkehr hierher zu kommen ein bisschen, naja. Das stimmt natürlich. Deswegen werden sie wahrscheinlich hier auch jetzt nicht so. Gut, die Leute kommen mit dem Auto, anders geht's ja auch nicht. Oder mit Fahrrad. Gut. Aber ja. Zum Beispiel hast du dann so einen Zugladen, ne? Mhm. Das ist bestimmt, ahoi, guck mal da, liebe. Nicht da, ne? Das ist bestimmt ein Rechenzug. Und dein Schloss. Ach, das ist ein Restaurant. Alles klar. Nein, ich hatte jetzt gedacht, dass es